Alle dicken Würste springen hoch. Das ist dein Sprichwort gewesen, Swoodle. Na, scheiß drauf. Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance 2.8 HD Remix. Im letzten Part haben wir wieder zu Sora geswitcht von Riku. Und, ja, wir fallen die ganze Zeit anscheinend irgendwie in Ohnmacht. Und, oh! Mittlerweile haben wir die Sturzanzeige bekommen. Hey. Und diese Sturzanzeige zeigt uns jetzt, wann wir immer zwischen den Charakteren hin und her wechseln werden. Wenn die abgelaufen ist, dann schlafen wir ein und ja, dann heißt es nächster Charakter. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Die ist erst blau, dann wird sie gelb und dann wird sie rot. Und dann haben wir noch 30 Sekunden Bonuszeit und dann pennt Sora ein. Und Riku dementsprechend auch. Oh, scheiß die Wand an. In dein Gesicht! Ja! Das nutze ich jetzt natürlich noch ein bisschen, weil Items farmen und so, ihr wisst Bescheid. Und Fire! Fire in the hole. Bam! Hey, ich greife eine Wurst an. Ich glaub's ja nicht. Ja, ich sag's dir. Mann, die Viecher haben aber viel Leben, ey. Gib her. Und der ist hübsch. Wow! Was war das denn für ein Angriff? Tschüss, Mann! Ich bin am Überlegen, ob wir in diesem Part die Stadt Traverse sogar eventuell abschließen können. Na, ich weiß es nicht. Aber wir müssen jetzt hier auf jeden Fall lang. Tada! Es gibt, je nachdem, ob man Riku oder Sora spielt, verschiedene Bereiche, die jeweils der andere nicht betreten kann. In dem Fall zum Beispiel ist es, dass Sora nur hier lang kann und Riku nicht. Das ist nämlich das Postamt. Post Office. Wir sind in der Post von Traverse. Wer hätte das gedacht? Cool, wa? Mega geil. Ach ja. So, und das ist eine sehr komische Post, wie man sieht. What the fuck? Oh, sorry. Die ist so riesig und hier gibt es so viele Schatztruhen. Oh je, Mann, das muss ich alles sammeln, ey. Hier muss ich mich lange aufhalten. Nee. Ey. Verrecke. Nicht mit dem Scheiß. Ey. Ich werde wieder von Zottellöwen angegriffen. Tschüss, Mann. Ey. Komische Extremisten-Heini. Ey, Swoodle hat mich geheilt. Cool. Oh, er ist tot. Achso, hier könnte ich Realitätswandel machen. Aber nein, danke, Mann. Na. So. Was ist das denn überhaupt? Vor allem, was ist das denn für eine Post? Das sind Geschenke. Teilweise. Warum? Naja gut, die Post verschickt auch Geschenke, aber die sehen eher gelagert aus und nicht verschickt. Naja. Und alles voll mit denen vor allem. Noch mehr Swoodles. Böse Swoodles. Alles klar, Mann. Ich weiß Bescheid. Ja, ich glaube, die grüne Leitung ist die, die uns zum Ausgang bringt. Ja, genau. Die grüne müssen wir nehmen. Für dich! Ey. Du halbe Portion. Ey. Ich werde hier von Zottellöwen und irgendwelchen Würsten angegriffen. Jetzt mache ich beim Gegner den Realitätswandel, der Arme. Bam. Her mit dem Pünktchen. Du willst stinken. Das tust du doch eh schon. Au, au, au. Aha. Und Schatztruhe. Ich hoffe, wir kriegen demnächst mal Vita. Wäre ganz praktisch. Weg mit euch. Komischen Viecher, ey. Wow. Verschwinde. Ich mag Kuma-Pandas nicht. Die sind wie die Addo-Wampen, Mann. Jedes Kingdom Hearts braucht doch seine eigene Addo-Wampe. In dem Fall ist es der Kuma-Panda. Da geht's hoch. Oh, vielen Dank. Das hätte ich ohne dich nicht herausgefunden.
Nee. Haha. Was gibt's hier? Besiege alle Geister, nimm höchstens 2-mal Schaden. Das sind immer diese Ziele, die ich nicht so mag. Ich versuch's. Hallöchen. Aber es ist ja zum Glück nur ein Bonusziel. Bam. Bam. Upsi. Miauhauer, yeah. Kabuts. Babam. Bam. Zack. Boom. Ich mach dich fertig. Sind beide runtergefallen. Okay. Dann muss ich das auch. Wo ist der andere? Ach, da. Na, komm her. Und fire in the hole. Bam. Tschüss, Mann. Das war übrigens kein Link-Portal. Das war ein Spezialportal. Die sind anders. Die sind besonders. Ziel. Bonbonbrille und verstörende Fantasie. Und seht ihr, durch die Spezialportale kriegen wir nämlich sowas zum Beispiel. Rezepte, Kuma-Panda-Rezept. Spezialportale werde ich auch alle machen. Nicht vielleicht sofort, sondern manche vielleicht erst nach, also Postgame. Ich glaube, manche kriegst du auch erst Postgame, bin ich mir gar nicht mal so hundertprozentig sicher. Aber, manche sind halt auch echt schwer. Das muss ich alles zu seiner Zeit machen, nicht wahr, nicht wahr? So, unsere Sturzanzeige ist fast leer, fällt mir jetzt einfach mal gerade so auf. Deswegen, ja, weil sie doppelt so schnell leer geht, so eine Scheiße. Deswegen muss ich hier jetzt noch ein bisschen rumsurfen und gucken, was ich noch so alles machen kann, bevor ich dann in Koma falle. Ups. Ist hier noch irgendwas Cooles? Dicke Würste. Dicke Würste. Dicke Würste. Ey, 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 nein, ich runterfall, Zora. Oh. Oh, und jetzt sind sie natürlich weg. Was soll die Scheiße? Warte. Oh, der ist für euch. Bam. Aha. Wieso tust du das? Aua, aua, aua. Meine? 3B. Was auch immer ich damit anfangen soll. Oh nein, die Bonuszeit hat begonnen. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Ich glaube, von hier komme ich, oder? Nee, doch nicht. Ach so. Hier ist nochmal eine Etage höher, einfach. Ja, eigentlich kann ich nichts mehr machen hier. Muss ich mich hier beim nächsten Sturz noch einmal ein bisschen genauer umgucken. Aber sonst... Sonst bin ich jetzt hier nicht mehr in dem Stande, irgendwas auszurichten. Night, night. Nee, nee. Voll weggepennt, ey. Jetzt halten wir Sturzpunkte und Boni mit Sturzpunkten verdienen. Wenn du stürzt, so hingefallen, ah, mein Knie, ah, kannst du Sturzpunkte ausgeben, um den nächsten Charakter Boni mit auf den Weg zu geben. Praktisch, praktisch. Sammle diese Sturzpunkte, die Gegner einfach fallen lassen. Befreie das Link-Portal, hundeähnliches Katzentier. Sammle diesen Glücksbringer, Ballon. SP können auf diese drei oben angezeigten Weisen verdient werden. Glücksbringer sammeln, was... Erinnere ich mich jetzt nicht mehr so wirklich dran, aber okay. So, wir haben 120 Stück. Ich könnte sie auch gegen 120 Taler eintauschen, aber pff, das ist meistens dumm. Ich nehme den Angriffsvorteil Stufe 2 für Riku. Ja, Magie hat er jetzt eigentlich gar nicht so viel. Aber gebe ich ihm auch. Und den Rest mache ich in Taler. Yeah. What happened? Did I fall asleep? Where are Joshua and Beat? Hey, do you mind? Huh? Oh, Lady in Nöten. Na, dann werden wir sie doch von den Kartoffeln befreien.
Los, Rico, du bist der Beste. Oh, mein Leben ist immer noch ein bisschen runter. Komm her! Ja, man merkt schon den Angriffsvorteil, den ich jetzt habe. Ey, weg mit dir, du... Ah, Hilfe! Mich greift ein verrückt gewordenes... Was auch immer an! Jetzt reicht's ja aber mal. Bounce! Zack! Beide vernichtet. So. Wo ist sie überhaupt? Da unten ist mal wieder mein Vamp-Komori. Haha. Dankeschön. Wo die überall hinhüpfen. Er wollte gerade angreifen. Ich bin Rico und ich renne wie ein Verrückter. Boots and Shoes. Cool. Wo ist sie denn? Egal, gucken wir uns doch einfach mal erstmal ein bisschen mit Rico hier rum. Wir sind ja hier direkt eingepennt. Mit Rico haben wir ja noch gar nichts angeguckt. Mit Sora haben wir ja hier schon alles. Hoffe ich zumindest. Wenn uns diese ganzen Viecher mal nicht stören würden. Wäre ganz praktisch. Ups. So, oh, er hat eine große Kiste. Oh, alle eingepennt. Und Quoot. Yeah, Level 3. Mich greifen wieder Würste an. Ich glaub's ja kaum. Aua. So, eine große Kiste. Geil. Es ist ein Yagi-Bock-Rezept. Cool. Wie wir sehen, wir haben ja die Karten hier von Anfang an immer. Also Karten werden wir in großen Kisten nicht finden. Blockschoko. Ist natürlich auch ganz praktisch. Nee. Hello. Meistens sind auch die ganzen Schatzkisten für Rico und Sora an derselben Stelle. Es sei denn, sie haben natürlich Gebiete, wo der andere nicht hin kann. Dann ist es ja logisch. Dann geht das ja nicht. Dankeschön. Was haben wir hier? Spezialportal wieder. Okay, besiege alle ohne drei Kommandos einzusetzen. Oh, es sind ja viel mehr als bei Sora. Es ist eine weiße Wurst. Das sind so Spezialportal-Traumfänger, könnte man sagen. Aua. Dicke Wurst. Tschüss, Mann. Erstmal runtergeworfen. Für dich. Zack, erwischt man. Der ist down. Oh, da war ein Gegner. Weg mit dir. Denkt diese Fledermaus divers, ey. Guck sie dir an. Wo sind die Gegner? Gegner? Wo sind die Gegner? Mach ihm auf. Hallo? Ach, die sind hier alle runtergefallen, oder was? Ah, da sind sie ja wirklich. Mann, was wird denn das hier? Und zack. Und weg mit dir. Yeah, Bonuserfolg. Solange ich die Bonusziele erfüllen kann, werde ich sie natürlich erfüllen. Ich sag's dir. Und was erhalten wir wieder Schönes? Verstörende Fantasie und einen Königskuchen. Königskuchen sind toll. Und ein Mieze-Blumen-Rezept. Ui. Mieze-Blume ist so die Erweiterung der Wundermieze, könnte man sagen. Die Erweiterung hört sich auch komisch an. Aber ja, so ist es. Kann ich hier lang? Ah, ja, kann ich auch mit Rico lang. Sehr schön. Stay back. Oh, okay. Gleich wie ein Held ins Abenteuer stürzen, Rico. Ich verstehe schon. Schalte die Traumfänger aus. Ich mache erstmal einen Rückzieher. Hilfe! Hui! Und... Greif die Würste an. Angriff! Bam! Greif die ganzen Würste an, Rico. Haha. Flatzima Bester. Voll eingepennt. Und tschüss. Und level up. Bumm.
Beste Geräusche. Ich sag's dir mal nicht. Ich sag's dir, Rutschattacke. Und Elektrosturz. Das war's für diesen Löwen. Haha, neue Sturzboni freigeschaltet. Nice. Seriously, thanks. I'm Shiki. How about you? Riku. Thanks, Riku. Sure. Hey, that's it? You chat up a girl and then just say, sure, and walk off? I'm bad at this. Sorry. Look, it's not safe here. You should go home. If it's dangerous, how can you just leave me here? Aren't you my knight in shining armor? Well? Knight? You've got the wrong idea. Oh my gosh, I was so just kidding. You get out much? You remind me of this guy I know. Well, good thing we met. Yeah, great. Total toll. Spüre Joshua und Beat auf. Was haben wir hier? Ich wollte gerade das Portal angucken, du komischer Yagi-Bock, und dann fängst du da Fotz oder was? Komm her. Immerhin hat Riku eine längere Sturzanzeige, weil er nur eins hat stehen. Also nur eins stehen hat dort. So, Mann. Nur eins hat stehen dort. Was für ein Deutsch. Oh, noch mehr. Seriously, guys. Aua. Hendermein. Und den hier. Und den gibt's gratis noch dazu. Er ist verwirrt. Oh, was ist denn hier los? Aua. Komm her. Tschüss, Mann. Einfach weggeworfen. So, was haben wir hier? Ein Kampfportal. Ja gut, die werde ich halt nicht machen. Es gibt halt Linkportale, Kampfportale und Spezialportale und noch Geheimportale gibt's auch. Aber die schaltest du wirklich erst nach dem Spieldurchlauf frei. So, ach komm, das mache ich einmal, um es euch zu zeigen. Das ist dasselbe wie Spezialportale. Wir müssen halt gegen eine bestimmte Anzahl von den Fürzen hier kämpfen. Und eigentlich ziemlich simpel. Bam. Ja, Mann. Bonuserfolg geschafft. Anders hätte ich es nicht erwartet. Ich meine, ich bin the man with the plan. Sehr schön. Und wir halten Konfetti-Bonbons und zügellose Einbildung. Was ist denn dahin passiert? Bist du geplatzt? Vamkomori, lebst du noch? Riku kann hier, wie gesagt, nicht rein. Ist Sora only. Wir haben jetzt Cheeky bei uns. Die ist richtig cheeky. Weg mit dir. Blöde Fledermaus. So, ich habe selbst die Fledermaus im Team und sage blöde Fledermaus. Fletzi hört so im Hintergrund und denkt sich so. Weint so. So. Aber nein, Fletzi, du bist besonders. Dich meine ich nicht. Yeah. Ist hier noch was? Nein, hier ist nix. Oh Mann, ey. Blöde Extremisten. Die sehen immer alles so extrem. Na. Na, komm her. So, hier werden Mori und ein Speicherpunkt. Ich würde mir gerne ein paar Potions kaufen. Ja, dafür habe ich auch genügend Taler. Sehr schön. Nehmen wir gleich 10. Babatz. Warum nicht? Jetzt haben wir wieder... Froschmalz. Jetzt haben wir wieder was Schönes an Potions. Riku muss nämlich hier lang. Und hier kann Sora nicht lang, meines Erachtens nach. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt hier erstmal den Part beenden. Im nächsten Part gehen wir dann mit Riku hier lang. Mit Shiki an unserer Seite werden wir Joshua und Beat wieder treffen. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Was wird mit Sora im Postamt noch passieren? Wird er auf einmal Briefmarkensammler? Das finden wir alles im nächsten Part heraus. Genau, Vamkomori, du sagst es. Ach nee, Fletzi. Bis zum nächsten Part. Tschüsselechen.